So, hallo meine Damen und Herren, ich bin der JP. Ich zeige euch ein Let's Play von Flashback, natürlich nicht in dieser Auflösung. Ich spiele auf einem Super Nintendo Emulator, denn die Version des Spiels ist mir am vertrautsten. Ich hätte natürlich auch MS-DOS oder Amiga nehmen können. Wäre wahrscheinlich auch besser gewesen. Aber was der Bauer nicht kennt, ne? Ja, also ich spiele auf einem Super Nintendo Emulator mit einem Xbox 360 Controller. Denn ich hatte jetzt kein anderes Pad in der Nähe. Was eigentlich sehr interessant ist, ich will euch jetzt mal kurz was zeigen. Nämlich hier. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie lange ich gebraucht habe, um zu vergleichen, welches jetzt beispielsweise B auf einen Super Nintendo Controller, das B auf einen Xbox 360 Controller ist. Ich hatte dieses Bild vor mir, ich habe natürlich auch mein Pad vor mir gehabt und das hat trotzdem fast eine halbe Stunde gedauert, ehrlich gesagt, überhaupt gerafft habe, was was ist. Aber egal. Flashback. 1992 kam das Spiel raus. Damals sehr, sehr populär, von vielen geliebt, von wenigen gehasst. Ich spiele es zum allerersten Mal jetzt nur damit man noch was zum Erzählen hat, auf schwer. Auf Deutsch natürlich. Obwohl immer noch einige Sachen auf Englisch kommen werden, kann ich euch die übersetzen. Da ich nämlich auch ein English Speaker bin. Also, wir sind gerade auf dem Mond aufgewacht. Nicht irgendein Mond, sondern ich glaube ein Mond Jupiters. Aber das kann jetzt auch falsch sein. Das Allerinteressanteste an dem Spiel möchte ich euch jetzt gleich am Anfang zeigen, nämlich diesen Bildschirm hier. Denn er dient überhaupt gar nichts. Ich habe mich schon seit Jahren gewundert, was gibt es hier zu tun? Warum ist dieser Ort hier? Und nach jahrelangem Überlegen und Ausprobieren und was weiß ich alles, es gibt hier keine Ostereier, es gibt hier auch kein Weihnachten. Also lass uns wieder losgehen. Das Interessante natürlich auch ist die Auflösung, mit der man spielen will. Super Nintendo, da gab es noch kein Widescreen, also noch kein Breitbild. Den Holo-Würfel muss ich außerdem aufheben. Ich meine, es kann ja gut möglich sein, dass es auch Leute gibt, die das Spiel noch nicht gespielt haben. Also für alle von euch werde ich euch jetzt zeigen, was der Holo-Würfel zu sagen hat. Um es kurz zu fassen, Konrad, den Typen, mit dem wir spielen, ist ein Detektiv in der Zukunft. Aliens haben ihn auswendig gemacht und haben seine Erinnerung gelöscht. Ja, und bevor sie das aber geschafft haben, war er in der Lage, seine Erinnerungen oder eine Aufnahme, besser gesagt, zu speichern von sich selber, falls sowas hier passieren würde, um ihn selber mitzuteilen, dass er seinen Kumpel besuchen soll, um seine Erinnerungen zurückzuholen. Ja, Videosequenzen für die Super Nintendo damals waren schon höchst revolutionär. Lacht jetzt nix. Lacht jetzt nicht. Ich meine das höchst seriös. Achso, okay. Ja, wie gesagt, ich spiele zum ersten Mal auf schwer. Also kann natürlich sein, dass ich etwas verkacke. Aber wenn ich es jetzt auf einfach spiele, dann spiele ich es auch einfach durch. Und es soll ja kein Speedrun sein.
Jetzt kommt dieses scheiß Ding von hinter mir. Ja, also wie ihr seht, ich bin schon recht pro in dem Spiel. Ich hab's auch schon ungefähr... Na gut, ich hab's einmal durchgespielt, ja. Aber dafür habe ich dieses allererste Level schon ungefähr 500 Mal gespielt. Nein, das wollte ich jetzt nicht. Ja, okay, das war jetzt kurz peinlich. Ich habe schon 100 Mal gespielt, aber ich kenne nicht die richtigen Tasten. Bad Zweck mit dir. Jetzt schnell rüber. Ach, du Kacke. Da habe ich nochmal richtig Schwein gehabt. Wäre ich jetzt da runtergefallen, hätten wir nochmal von vorne anfangen müssen. Wir nehmen dieses Dings hier. Gucken, ob hier es noch was gibt. Nein, nur ein weiterer Hand. Schnell hier weg. Ich weiß nicht, was das für Typen sein sollen. Irgendwelche Höhlenmenschen, Priester mit ihren Kapuzen? Keine Ahnung. Sie sehen sehr komisch aus, haben dafür aber sehr gute Waffen. Also müssen wir vorsichtig rangehen. Indem wir genau dieselben Taktiken benutzen, wie sie es im Bund machen. Nämlich springen, Waffe zücken und ganz schnell schießen. So. Das Ding hätte uns jetzt komplett tot gemacht. Was natürlich auch eine sehr schöne Videosequenz gewesen wäre, aber die ersparen wir uns ausnahmsweise. Ich fülle dieses Cartridge-Dings hier auf, damit ich jetzt gleich eine Brücke passieren kann. Ohne das geht es nicht. Was auch sehr komisch ist beim Spiel, manchmal springt er automatisch und manchmal nicht. Aber wenn man eine Schultertaste gedrückt hält, springt er immer automatisch. So, das kommt da rein. Den Typ legen wir um. Ich hätte ihn jetzt eigentlich einfach abballern können. Oder vorbeirennen können. Nein, lauf du mal. Ich nehme mal mein Schild hier, weil mich nervt das, wenn ich aus Versehen die falsche Taste drücke, dass er immer wieder den Holo-Würfel benutzen will. Es ist mein allererstes Let's Play. Wahrscheinlich ist Flashback nicht das allerspektakulärste Spiel, mit dem man ein Let's Play machen kann. Ich kann mir auch vorstellen, dass es schon etliche Male gemacht wurde für Flashback, aber ich hätte mir kein anderes Spiel vorstellen können, das mein erstes Let's Play sein könnte. Denn ich habe dieses Spiel wirklich schon so oft gespielt. Zumindest das erste Level. Nur damit ich zum zweiten Level kommen konnte. Weil das zweite Level im Flashback ist das allergeilste, was es je für die Super Nintendo gab. Und ihr werdet schon sehen, wieso. Ich zeige es. Ich werde es euch zeigen. Ha, ihr seht mich nicht. Ich habe jetzt gerade einen Teleporter aufgehoben. Dem werde ich jetzt einen Typen geben, damit er nach Hause teleportieren kann. In jedem anderen Spiel heutzutage hätte man die Entscheidung gehabt, willst du den Teleporter irgendeinen Typen geben oder willst du jetzt einfach das erste Level skippen und gleich mit dem Rest des Spiels weitermachen. Aber nein, damals für die Super Nintendo Zeiten hatte man noch angenommen, dass man das Richtige machen würde. Also werde ich jetzt diesen Teleporter jemand anderes geben, damit er sich nicht die Mühe machen muss für das erste Level. Die Gegner könnte ich auch nicht anschießen, wenn man genau neben ihnen steht. Genauso wie im echten Leben, natürlich. Hätte ich auch einfach gespielt, hätte ich jetzt mal geschätzt, hätte ich vielleicht so eine halbe Stunde gebraucht. Dadurch, dass wir auf schwer spielen, habe ich keine Ahnung. So, er wird mir jetzt sagen, er ist verletzt und er möchte hier weg. Ich werde nicht mit ihm reden, ich werde einfach den Teleporter in die Hand drücken und sagen, hier Typ, mach was richtig ist und hau von uns ab.
verlasse uns. Und hier ein gutes Beispiel. Ja, ich habe auf Deutsch eingestellt, aber trotzdem möchte er mit uns auf Englisch sprechen. Aber vielleicht ist er ja Amerikaner und kann von da aus nicht die deutsche Übersetzung schnallen. So. Wir haben jetzt von Ihnen eine ID-Card. Diese ID-Card werden wir brauchen, damit wir durch irgendeine Tür kommen später. Ich weiß jetzt nicht mal welche, aber irgendeine Tür. Was mich schon immer an diesem Spiel gestört hat, ist, man kann da hier nicht... Ach so, man kann da doch durch. Na gut, das ist jetzt etwas peinlich. Wir werden jetzt nochmal von vorne anfangen. Ja, was soll ich jetzt bloß sagen? Tja, auch Flashback-Spieler machen manchmal Fehler. Wenigstens muss ich euch jetzt nicht nochmal den Holo-Würfel zeigen. Das weiß ich jetzt auch nicht. Ja, wie ihr seht, es ist halt Flashback. Die Bewegungen, die Konrad ausführt, er reagiert, aber er reagiert auch etwas langsam manchmal. Also er macht nicht immer sofort das, was man will. Er braucht manchmal so seine kleine Streicheleinheit, dass er auch mal begreift, was er machen soll. Aber wir sind Pro. Und wir packen was. Jetzt schnell weg. Ach, scheiße. So, dahinter war nur ein Stein, den brauche ich nicht. Das hier brauche ich aber für die Brücke. The Cartridge. Ach du Scheiße, stirb jetzt nicht. Oh Mann, ich kann es nicht fassen. Scheiße. Ich habe jetzt schon keinen Bock mehr auf dieses Let's Play. Ja, also es ist fast genauso wie in Skyrim. Man stirbt nicht von anderen Gegnern, man stirbt nur von diesem brisanten Fall, den man ab und zu ablegen will. Aber ich würde mir jetzt Mühe geben, denn ihr guckt schon 12 Minuten, ohne irgendwas groß gesehen zu haben. Außer den geheimen Bildschirm, wo nichts ist. Jetzt wollen wir mal versuchen, das so richtig, richtig cool rüberzubringen, diese ganze Aktion hier. Ich hatte jetzt meinen kleinen Testlauf und jetzt möchte ich so gut wie möglich das Spiel durchspielen. Bats, 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 weg da. Und gerettet. Habt ihr das gesehen? Das war geil. So, tot. Dings holen. Da-da. Alles cool. So, und weiter. Was Flashback auch von vielen anderen Spielen unterscheidet, ist diese Animation. Es wirkt auch alles sehr, sehr flüssig. Es ist nicht alles nur so ein Block, der sich bewegt, wenn das Sinn macht. Es ist wirklich eine flüssige Bewegung, die hier abläuft. Was auch nicht gang und gäbe war damals für die Super Nintendo-Zeiten. Den Steinzeiten. Nein. Ja. So. Es ist wahrscheinlich auch das Spiel, das dieses Hin- und Herlaufen für irgendwelche Quests und so erfunden hat. Denn ich muss nach links laufen. Ich muss rechts laufen, um nach links zu laufen, um wieder nach rechts zu laufen und wieder nach links zu laufen. Und das war jetzt nicht mal gelogen. So. Ach so, da ist die Antenne. Warum man nicht aufs Gehäuse schießen kann, ich weiß es nicht. Vielleicht weil man für Super Nintendo noch nicht das Zielen erfunden hatte. Hoffentlich hat mich... Wenn diese kleinen grünen Strahlen sieht am Boden, wenn ich da drauf gehe, dann bin ich sofort tot. Also werde ich mich so weit wie möglich von denen entfernt halten.
Ich kann euch jetzt nicht viel Neues erzählen, da ihr schon alles gesehen habt, ehe ich gestorben bin. Nein, nicht die Waffe. Ja. Damals, zu den Steinzeiten der Videospiele, muss man ja auch sagen, es war nicht schon alles vorgegeben. Also, es war nicht so, dass A schon immer springen war und B war schon immer rennen. Nein. Ach so, nee, das ist ja andersrum sogar. Ja, B immer springen und A immer rennen. Das war noch nicht gang und gäbe damals. Also, man muss. Jedes Spiel war anders in seiner Komplettigkeit. Vom Grund auf her. Ja. Springen wir mal rüber. So. Hier springt er immer zum Glück automatisch, denn da wollen wir nämlich auch nicht rein ran. Falls ihr euch wundert, na, wie ist denn das mit Lebensanzeige und so? Eine Lebensanzeige gibt es nicht. Ich habe ein Schild, den kann ich hier wieder aufladen. Die Nummer, die darunter steht, ist, wie oft ich angeschossen werden darf. Eigentlich eine recht nette Idee. Ein bisschen nervig manchmal, dass man sich immer selber Dinge angucken muss. So. Ach, das war ein bisschen zu früh. Dann machen wir es nochmal. So, der Typ ist tot. Da unten drunter wollen wir nicht nochmal rollen. Eine andere Frage natürlich war, als ich dieses Let's Play begonnen hatte, ist, in was für einer Qualität möchte ich denn aufnehmen? Denn im Moment nehme ich HD auf, was eigentlich komplett sinnlos ist. Ich spiele hier auf Super Nintendo. Ich habe schon Filter draufgeknallt, vom Emulator her, damit das alles ein bisschen schöner aussieht. Also es sieht etwas besser aus, als das jetzt auf einer normalen SNES aussehen würde. Aber für alle 10 Minuten kostet mich das schon 2 GB. Was natürlich in den Zeiten von Terabyte Festplatten alles cool ist. Und trotzdem frage ich mich, wie zum Teufel ich das hochladen soll irgendwann mal. Na egal. Was kann man noch so über Flashback erzählen, was noch nicht schon erzählt wurde? Ich weiß es nicht. Es gibt eigentlich so viel, dass dieses Spiel toll macht. Nur wer es schon selber gespielt hat, der wird das selber verstehen, was ich meine. Wer es noch nicht gespielt hat, aber komischerweise jetzt trotzdem auf YouTube nichts Besseres zu tun hat, als dieses Let's Play sich anzugucken, ja. Tja, dem kann ich nur raten, spiel mal selber das Spiel und hör auf, dich auf mich zu verlassen. Jetzt komme ich so an einen Punkt an, wo ich überlege, was zum Teufel ich machen sollte. Also, wo muss ich denn jetzt hier hin? Bin ich da noch nicht hin? Da runterfahren muss ich doch auch nicht unbedingt. Das war doch alles hier unten. Vielleicht kann ich die erste Tür da unten aufmachen. Mal gucken. Genau. Dafür hat er uns nämlich schon seinen Ausweis gegeben, damit wir hier durch können. Obwohl ich natürlich trotzdem einfach teleportiert hätte nach Hause. Es fängt alles an, ein bisschen langsamer zu werden. Das ist jetzt nicht der Laptop oder irgendwas. Das ist. Okay, hier müssen wir später hin. Müssen wir erst hin, wenn ich nämlich ein bisschen Geld habe. Glaube ich. Ich glaube, ich weiß wohin. Oh, nein! Und ich hätte gerade abspeichern können.
Ich fass mein Leben nicht. Oh, ich hab jetzt wirklich keinen Bock mehr, Let's Play. Scheiß drauf, ey. Mann. Fuck. Ja, und so war das damals halt. Man wurde nicht gekillt von irgendwelchen Gegnern oder so. Es war halt der Boden, der einen aufgeschlungen hatte. Guten alten Super Nintendo-Zeiten, Mute. Ach du Scheiße. Ich spiel doch jetzt nicht schon 20 Minuten und hab noch gar nichts geschafft. Fuck. Fuck. Oh nee. Ja, machen wir mal weiter. Ja, zwei Typen. Der eine will was, der andere nicht. Ich stehe gleich neben ihn. Ja, was denn? Na, was denn? Was denn? Na los, komm! Ja, du bist weit nicht so bedrohlich wie ein scheiß Haufen Boden. Ja, weg da. Boah, ich fass es nicht. Schon wieder alles von vorn. Vielleicht hätte ich doch lieber Call of Duty zocken sollen. Kann ich gleich wieder von vorne, dann kann ich gleich wieder von da anfangen, wo ich gestorben bin. Nein! Okay, meine Damen und Herren, das war's für mein erstes Let's Play. Ich habe jetzt keine Lust mehr auf Flashback im Moment. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und ihr habt was vom Spiel mitbekommen. Vielleicht spiele ich es noch irgendwann mal. Bis zum nächsten Mal.